Bitte sei unser Alexa. Alter, ich konnte mir das Kind vorher nicht mal anschauen. Habe ich das direkt in Taui ausgegeben für die fürs Adoptieren? Konnte ich das Kind nicht mal kennenlernen? Alter, willst du mich verarschen? Ich habe gedacht, ich kann mir das Kind erstmal anschauen. Nee, ich krieg's einfach direkt adoptiert. Alter, ein Taui. Hier. Für ein Kind, was vielleicht gar nicht mal... Alter. Spiel, warn mich doch erstmal vor. Oh Gott. Aber ich denke, es ist die Alexa. Es muss die Alexa sein. Das Kind, was uns weggenommen wurde, was wir jetzt zurückadoptiert haben. Da freuen sich die Geschwister auch. Alexa ist wieder da. Ihr könnt... Aber ansonsten... Ja, Alexa Sommer. Ja, das ist unser Kind. Oh. Ha. Lustig. Na? Na, Alexa, bist du wieder zu Hause? Schön, schön, dass du wieder da. Großes Kino. So, jetzt musst du hier mal alles verkaufen. Weil... Ich hole mir jetzt ein Kindermädchen. Service engagieren. Kindersitter-Service. Für 60 plus 10 die Stunde. Alter. Ja, ist halt so. Hier, Kindersitter. Bup, bup. Hey, Kate, ich bin's, Kenta. Wie wär's mit deiner Verabredung? Nope. Keine Zeit, keine Zeit. So hat die Sozialfähigkeit überhaupt. So, jetzt gucken wir mal im Stammbaum, ob das die Alexa ist. Alexa, Tochter. Ah, guck mal, das kann der Stammbaum halt nicht. Das kriegt der Stammbaum halt nicht hin, ne? Jetzt haben wir halt, ja. Kann ich das hier rauslöschen, dieses eine Kind? Kann man das richtig machen? Alter, natürlich nicht. So schlau ist Sims dann, glaube ich, dann nicht. Dass es erkennt, dass das unser Kind ist, das weggenommen wurde und wir es jetzt wieder haben. Ich weiß, Fred hat großen Hunger. Emma, Erna hat großen Hunger. Oh, Emma wäre auch schön gewesen. Nächste Runde. Aber wir haben Erna genommen. Erna, die ist doch auch gut. So, können wir das Kind jetzt mal füttern? Dieses Kind füttern. Sonst hört das ja nie auf. Guck mal, das kannst du nachher weitermachen. Wir können nachher den Rest verkaufen. Oh, haben wir sowieso alles. Nee, wir können danach hier alles verkaufen. Weiter, Alter. Wenigstens kriegen wir ein bisschen Kohle rein. Die gute Kinderstube GmbH dankt dir für deinen Auftrag. Der Sitter kommt Donnerstag um 15.22 Uhr. Okay, in 10 Minuten ist sie da. Das ist ja schön. Schön, so muss das sein. Und dann müssen wir einen Truthahn noch immer noch das Festmahl kochen. Das Tofu-Truthahn-Festmahl. Sonst gibt's die Katastrophe. Und das wollen wir ja nicht. Ja, I know. Und warum? Wer heult denn hier? Hallo, ich bin Vaya, der Kindersitter. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin eine Koryphäe auf meinem Gebiet und kann spielen, kochen und unterrichten. Gegen Windelwechsel und Aufräumen habe ich auch nichts einzuwenden. Ich freue mich auf einen lustigen Tag mit dir. Willkommen im Chaoshaushalt. Ich glaube, das wird dein letzter Tag in diesem Beruf sein. Oh nein, jetzt schläft sie ein. Okay, das ist unser... Was machst du in unserem Bett? Oh, ja, stimmt. Könnte daran liegen, dass Alexa kein Bett hat. Upsie Daisy. Zusatzaufgaben können wir noch nicht machen, so. Und das ist immer noch kaputt. Oh. Shishubi. Es liegt dran, weil unser Haus zu klein ist. Ich erweitere das jetzt einfach. Also ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit. Ich mache unser Haus jetzt hier einfach eins größer. Eine? Zwei geht nicht, aber drei... Willst du mich verarschen?
Alter, was ist mit dem Spiel schon wieder kaputt? Geh mir nicht auf den Sack, ey. Geh mir nicht auf den Sack. Das ist ja hier wieder mal ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Wir speichern mal kurz. Dann ziehen wir jetzt mal den Zaun hier oben schön. Also wir machen das jetzt so. Eigentlich wollte ich das nur so haben. Ich weiß nicht, warum das Spiel jetzt entscheidet, dass ich das hier auch haben muss. Das braucht nämlich niemand. Dann kann ich mich das jetzt hier drehen und hier hinstellen. Hier den Boden noch hinpacken. Das hier hinmachen. So, jetzt haben wir nämlich das Ganze eins größer gemacht. Sieht richtig bescheuert aus, aber ist mir eigentlich egal. Um das Haus kümmern wir uns dann mal später. Dass es weniger bescheuert aussieht. So, mal kurz von oben drauf gucken. Sehr gut. So, jetzt habe ich den Platz, das so zu machen. Und eventuell halt so zu machen. Und jetzt können wir das ein bisschen entspannt. Ich sag's euch, ich krieg die Krise. Aber so können die da wahrscheinlich jetzt nicht durch, oder? So ist wahrscheinlich schwierig. Das müsste zumindest... Warum geht... Was hast du denn für ein Problem? Also das geht zumindest theoretisch, dass das so steht. Wir testen es einfach. Und hier der... Wo sind jetzt hier die zwei... Warum haben wir nur noch zwei Krippen? So. Das müssen wir auch noch alles machen. Dekorieren und so. Uff. So, okay. Passt es jetzt? Kann das jetzt einer mal reparieren? Oh, die Zwerge sind gemoved. Okay, du gehst jetzt schlafen. Was mit den Kindern? So, Alexa. So, brav. Die Alexa macht ihre Haus... Jetzt kommt wieder das Erntefest. Achso, die hat noch nicht mit den Zwergen... Alexa liebt diese Tradition, mein Kind ist. Zolle den Zwergen Respekt und gib ihnen ein Geschenk, um festlich Belohnung zu erhalten. Suche Zwerge von dem Grundstück. Ja, aber ich kann dem ja nicht nochmal einen... Für die Alexa wird es ein grauenvoller Tag. Und was ist mit dir? Du bist beschämt. Normalerweise sieht es hier nicht so aus. Können Kinder denn Staub saugen? I don't think so, oder? Vielleicht mit dem Mini-Staubsauger, mit dem kleinen, aber... Kannst du mir das verdorbene Essen rausnehmen? Was ist mit dir? Du musst aufs Klo. Dann, du gehst mal... Wir testen mal, ob das Klo noch funktioniert. Und wenn sie wenigstens ansatzweise mal geschlafen hat. Bisschen. Oh Mann, oh, Hausaufgaben fertig. Sehr gut. Okay, du musst jetzt leider mal aufstehen, weil ich will jetzt gucken, ob sie das reparieren kann. Nee, sie kommt da immer noch nicht hin. Alter, was ist denn kaputt mit dem Badezimmer? Das ist mega nervig, ey. Nein, 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 nein. Wir, ach, na. Also, was wir machen können, ist... Alter... Flitsch dich. Warum geht das denn nicht? Ich kann kein anderes Objekt überschneiden. Aber da ist doch nichts. Bibi dot move objects regelt immer. Move objects on. So, ich weiß nicht, was du für ein Problem hast. So, jetzt machen wir das Ganze, So, das ist jetzt der Eingang in unser Badezimmer, weil ich habe da keinen Bock mehr drauf, dass das hier irgendwie immer nur riesengroße Scheiße ist. So, jetzt können wir nämlich das hier auch drehen. Das ist nämlich so. Kann das jetzt... Der könnte jetzt auch so sein. Ist ja eigentlich auch jetzt komplett egal, oder? Richtig, richtig sinnloses Badezimmer.
Eigentlich umgekehrt wäre irgendwie besser, ne? So. Und das Klo. Kommen die jetzt auf das Klo, ist die Frage. Alter. Also, guck mal, das können wir mal verkaufen. Und das verkaufen wir auch, weil das geht mir auf den Senkel. So, und das geht mir hier auch tierisch auf den Senkel. Jetzt machen wir hier das Bad ein Stückchen größer. Buch dir ein Wochenende. Also größer geht es jetzt wirklich nicht mehr. Jetzt haben wir echt hier das Maximum ausgereizt von der ganzen Scheiße hier. So, wir drehen das jetzt. So, großes Badezimmer. Wenn jetzt hier einer das nicht reparieren kann, dann weiß ich auch nicht. Und den Sessel, den stellen wir jetzt. Oh, jetzt könnten wir hier auch eine Couch hin machen. Kann ich den... Oh, wollen wir eine Couch machen? Ich kaufe mir eine Couch, eine günstige. Du verschwindest jetzt mal. Und wir kaufen uns hier... Guck mal, eine lila Couch. Ist ein bisschen wild von der Farbe her. Guck mal, machen wir hier so eine blaue Couch. Und wenn wir möchten, könnten wir hier noch so... Aha. Aha. Wir machen das jetzt so. Perfekt. Und dann können wir hier einen weiteren Schreibtisch reinschieben. Sehr gut. So, damit noch ein Kind irgendwie die Hausaufgaben machen kann oder was auch immer. Beziehungsweise wir könnten den Laptop... Wir könnten den Laptop da mal hinstellen. Und dann kann man wenigstens anständig jetzt da am Tisch essen. So, oder? Es wird ja... Und die Alexa hat noch kein Bett, ne? Ah, hier war mal eine Tür. Aber wo ist diese Tür hin? So hatten wir das eigentlich. I remember. Ich hatte da eine Tür drin. Ich weiß zwar nicht, ob die funktioniert. Oder wir machen da einfach einen Durchbruch. Dass wir da nicht eine Tür machen, sondern... Machen einfach so, so. Und das könnte man hier eigentlich auch machen. So. Dann haben wir mehr Kontrolle über die Kinder. Dann kann ich nämlich das da eins rüberrutschen. Und dann haben wir hier so ein weiteres Bett. Und die Alexa kann da schlafen. Dann haben wir ein weit... Okay. Läuft. Läuft bei uns. So könnten wir es machen. Hoffe ich. Okay, jetzt testen wir das. Okay, die Kinder... Das geht in die Tasche. So. Oh, die Kinder können wieder aufs Klo gehen. Fantastisch. Warum kocht er jetzt nicht fertig? Du, wer repariert mir das da mal wieder? Warum willst du dich wahrscheinlich bestäuben? Nee, musst du jetzt nicht. So, du kannst jetzt, wenn du ein bisschen geschlafen hast, kannst du das jetzt mal reparieren. Wenn das jetzt nicht geht, dann... Alter, seit wann ist das hier so eine Scheiße? Das habe ich schon in einem anderen Spielstand. Das ist immer, kann ich nicht reparieren? Und dann musste ich das Ding verkaufen und ein neues kaufen. Und es ist mega nervig. Ist das irgendwie gerade so ein neuer Bug, der hier unterwegs ist? Guck mal, jetzt kann ich mir das nämlich nicht mehr leisten. Ich habe die Dusche mit Verlust verkauft. Und wir brauchen aber eins mit Dusche. Scheibenscheiße, da habe ich die Dinger nicht drunter gemacht. Weil wir die Kinder baden müssen, was auch verbuggt ist. Also eigentlich könnte man auch die Kinder stinken lassen. Wir brauchen das halt, ne? Falls es dann doch mal geht. So, sehr gut. Jetzt kannst du mal da aufs Klo gehen. Super. Der Babysitter tut auch das, was er tun sollte. Ja, ich nutze jetzt mal die Zeit und grabe hier. Und hier machen wir mal alles ernten. Was habe ich denn noch, was ich verkaufen kann? Frühlingspflanzenpaket, Sommerpflanzenpaket öffnen, Winterpflanzenpaket öffnen.
Mehrfachauswahl verkaufen. Das verkaufen wir alles mal, weil wir brauchen die Kohle. Die Kuh, den Kuhpflanzensamen könnten wir eigentlich auch verkaufen. So, warte mal. Für die Alexa, wo ist denn die? Alexa! Guck mal, das ist jetzt sein Bett. Bett zuweisen an. Alexa! Perfekt. Jo. Du besparst dir die Kinder, das finde ich gut. Siehst du, es gibt momentan nichts mehr zu ernten. Ja, das ist mir... Hör auf, in den Busch zu kotzen, Mädchen. Wir können das Herbstpflanzenpaket öffnen. Und dann können wir mal das Fest mal kochen, bevor das hier in... Alter, bevor das hier in der Katastrophe endet. Und wir können Feiertagsdeko wählen. Dachrinnen für Erntefest dekorieren. Wir machen das vielleicht gerade einfach... Was gefällt mir denn? Das muss ja jetzt nicht fürs Erntefest sein, sondern... Das kann ja für Weihnachten auch schon sein. Hängendes Blinklicht in Weiß. Oh, mal die da. Feiertagsdeko. Fries. Machen wir mal hier... Oh, Fähnchen. So. Cool, okay, jetzt können die Kinder da wenigstens wieder am Tisch sitzen. Jetzt ist der Laptop hoffentlich nicht mehr so viel im Weg. Da können wir uns dann immer noch überlegen, ob wir hier dann noch so ein Dings hin machen. Einen Schreibtisch. Gucken wir mal. So, wie sieht's denn aus? Essen für zwei, ja, ne? Neues Baby, 10 Stunden hält das noch an. Schwangerschaft des Semesters in 16 Stunden. Sehr schön, wir brauchen mehr Kinder. Mehr Kinder. Jetzt machen wir erstmal das Fest mal. Sie möchte dekoriert haben, das mit den Zwergen. Feiertagsessen, Dankbarkeit. Das reicht noch, oder? Dann können wir noch alle zum Essen rufen, dann können wir noch gemeinsam irgendwie essen. So, der Truthahn. Warum? Kommt, ist das die Kaliente? Ja. Die kommt rein? Alter. Was hatten die denn für einen Dachschaden, die Kaliente, ey? Zum Fest mal rufen, perfekt. Kommt rein, verteilt mal Müll, stuppt die Mülltonne um. So, Alexa, du kannst dann hier mal die Müll... Kann... Die kann die Mülltonne nicht aufstellen, ne? Okay, Alexa, wirft mal weg. Wie sieht unser Haus aus? Ja, viel passiert ist noch nicht, würde ich sagen. Wo sind meine Deko? Hä? Okay, hier drinnen ist Deko, da unten ist Deko. Das ist ja merkwürdig, naja. Oh Mann, ey. Das habe ich hier auch vergessen. So. So machen wir das. Okay, gehen nach unten. Und haben wenigstens ein bisschen dekoriert. Haben wir jetzt zum Festmahl gerufen? Was macht sie jetzt? Tofu, Festmahl essen. Sehr schön. Haben denn die Kinder auch Hunger? Sie ist einfach nur müde. Das ist ja echt Katastrophe. Okay, ich stelle es in den Kühlschrank. Ich stelle es in den Kühlschrank. Oh, das Klo ist kaputt. Oh, warum? Warum, warum? Das macht... Alter, ist das anstrengend. Das ist einfach hardcore hart. Also ganz ehrlich. 100 Baby Challenge ist somit das Schlimmste, was man machen kann an Challenges. Ganz ehrlich, das ist die Hölle. Es ist absolut einfach die Hölle. Jetzt können wir wenigstens Sarah die Zwerge verkaufen. Das gibt wenigstens Kohle. So, kein Hunger. So, die Alexa kümmert sich schon. Erna und Fred, bitte werdet älter. Ich muss jetzt gehen. 100 Alter! Oh. Uff. Wir müssen mehr pflanzen. Wir müssen mehr Sachen anpflanzen. Frühlingspflanzenpaket öffnen. Sommerpflanzenpaket öffnen. Es geht nicht anders. Was soll ich machen? Ich brauche mehr Kohle. Es ist einfach so. So, so. So. So, so. 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 Habe ich das ordentlich gemacht? Ja. So. So. Was sind das? Ah, Kirsche. Dang it, das wird ein ganzer Baum.
Das muss ich ein bisschen verteilen. Sonst gibt es dann Ärger. So, so. Aha. Hier habe ich schon mal Scheiße gebaut. I see, I see. Den da muss ich schon mal rucken. Was haben wir noch? Hier. Irgendwelche Blümchen. So, so. Ich muss dich etwas wichtig fragen. Hat das Lust, zusammen abzuhängen? Ich habe keine Zeit. Keine Zeit, keine Zeit. Ich muss Blümchen pflanzen. Ich muss mich um die Kinder kümmern. Alter. Alter, wie es hier oben aussieht. Ich kann da oben nicht staubsaugen. Jetzt machen wir hier noch eine Maßnahme. Ich verkaufe dieses Bett. Und hole mir ein kleines Einzelbett. Unbehagen Energie gemildert. Ich hole mir einfach dieses da. So. In der Hoffnung, ins Bett zuweisen. Das ist mein Bett. Kati. So. Kati geht jetzt da schlafen. Ich hoffe, der Babysitter hat sich genug um alles gekümmert, dass wir hier jetzt nicht gleich das komplette Chaos haben. Oh Mann, ey.